Ladies and gentlemen, it's showtime. Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte Sie bitten, langsam zu Ihren Plätzen zu kommen. Ich möchte Sie jetzt bitten, ehrlich nicht zu antworten, aber den Arm zu heben, wenn Sie den Arm heben können bei der Frage. Heben Sie den Arm bitte, wenn Sie, und denken Sie noch mal genau zurück, wenn Sie in 2020 jemanden kannten, der sehr schwer an Corona erkrankt war. Dann heben Sie bitte den Arm und lassen den oben jetzt. Bitte schauen Sie sich alle mal um, wie viele das sind. Ich würde sagen, wir haben jetzt 3%. Das entspricht auch ungefähr immer, Dankeschön, das entspricht auch ungefähr immer der Menge, die ich sonst auch sehe. Dann habe ich jetzt eine zweite Frage für Sie. Wer kennt jemanden, der schwere Impfnebenwirkungen hatte? Bitte die Arme oben lassen. Drehen Sie sich mal bitte um. Drehen Sie sich mal bitte um. Sie können auch gerne aufstehen und sich das mal angucken. Die Frage war, wer kennt jemanden, der schwere Impfnebenwirkungen hatte? Dankeschön. Jetzt kommt noch eine Frage. Die habe ich nicht so gerne in der Öffentlichkeit, aber da ich schon über 12 bis 15 Millionen gesprochen habe, wer kennt jemanden, der einen eigenen, selbstgemachten Impfpass hatte? Also einen gefälschten. Drehen Sie sich mal um. So, und jetzt gehen wir noch mal ganz schnell und damit komme ich dann auch in Richtung Ende. Ich will das nur schlagwortartig machen, damit wir eine zwar unvollständige Liste mal in das politische Universum tragen und denen sagen, was Aufarbeitung bedeutet und welche Teile Aufarbeitung beinhalten müsste. Und insofern würde ich sagen, das ist heute ein guter Tag, um echte Aufarbeitung den Regelsetzern zu erklären. Das machen wir jetzt mal. Lockdown. Aus meiner Sicht war es eh überflüssig. Es gab auch keine Studien, die belegt haben, dass das eindeutig das Richtige ist. Meines Erachtens darf das nie wieder angewendet werden. Die in Klammern stehenden Dinge sind Kommentare. Es verbietet sich schon alleine deswegen, weil der Begriff Lockdown ursprünglich aus dem Englischen stammt und so viel bedeutet wie Abschließung oder Ausgangssperre. Er wurde vor der Covid-19-Pandemie meist in Kontexten wie Gefängnissen oder bei aktiven Schießereien verwendet, um Situationen zu beschreiben, in denen Personen aus Sicherheitsgründen nicht ihre Standorte verlassen durften. Ich möchte nicht einen Lockdown erleben in der Zukunft. Die größte Lüge, die ich kennengelernt habe, ist die Überlastung des Gesundheitssystems. Nie wieder, aus meiner Sicht, darf das angewendet werden, wenn es erneut eine Lüge ist. Wir haben selbst von der Bundesregierung mittlerweile die Auskunft, es gab keine flächendeckende deutsche bundesweite Überlastung des Gesundheitssystems. Damit haben wir nur noch die Überlastung, die gehören auch zum Gesundheitssystem der Gesundheitsämter, denn die mussten jeden anrufen, egal ob er ans Telefon ging, wenn er eine Kontaktperson einer Kontaktperson einer Kontaktperson war. Da können Sie sich ja vorstellen, dass man da schnell überlastet sein kann. Ja? Da haben Sie dann Soldaten für genommen, die hätten Sie für was anderes nehmen sollen. Maskenpflicht ist für mich ein Tabu, das sich für immer verbietet. Asymptomatische Überträger ist der Supertrick gewesen. Ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, ob du es hast. Ich glaube, die Eigenverantwortung, die die Schweden in dieser Frage gezeigt haben, sollte uns wegweisend sein, denn die haben keine größeren Probleme gehabt als wir. Und ob sie große Probleme hatten oder nicht, würde ich jetzt auch mal bestreiten. Das könnten wir jetzt auch noch eine halbe Stunde diskutieren. Aber ich sage Ihnen, asymptomatische Überträger war der Einstiegstrick. Der Einstiegstrick. Und der muss aufgearbeitet werden, ganz eindeutig. Sowas darf nie wieder passieren.
Dashboards zur Panikmache. Ja, wer hat denn schon mal gesehen? Ich habe das selbst mit der künstlichen Intelligenz besprochen, die war auch ganz überrascht. Dass man 3 Jahre lang irgendeine Erkrankung hochzählt. Wer macht denn sowas? Ja, also wir kennen ja Grippe, da fängt eine Grippesaison im Oktober, 40. Woche an und endet in der 12. in der Regel des Folgejahres. Das kann man zählen und dann kann man es auch vergleichen. Aber mit was wollen Sie denn jetzt Corona vergleichen, wenn Sie 3 Jahre lang durchzählen? Ja, wenn ich jetzt alle, die sterben auf der Welt zähle, dann werde ich irgendwann sagen können, es sind mehr gestorben als leben. Das ist statistischer Unsinn gewesen, aber Sie haben es gemacht. Das ist auch ein aufzuarbeitender Umstand. Panikpapier zur Angsterzeugung. Sowas darf es nie wieder geben. Auch vor dem Hintergrund, dass demokratische Regierungen die Aufgabe haben, eben nicht zu spalten oder Angst einzuflößen. Demokratie sagte mal, jetzt habe ich seinen Namen, der Mausfeld, Rainer Mausfeld sagte einmal, dass Demokratie die größtmögliche Abwesenheit von Angst ist. Und das kann ich unterstützen und insofern ist das aus meiner Sicht in der Zukunft zu ahnden, wenn jemand Panikpapiere in die Welt setzt und den Kindern weismachen will, sie würden ihre Großeltern töten, wenn sie die nur besuchen würden. Dann haben wir noch den Impfdruck. Wir kommen zum Ende. Auch da brauchen wir nicht drüber reden. Den haben Sie alle erlebt. Das darf auch nie wieder passieren. Ein Intensivbettenschwund ist etwas, was nicht in eine Pandemie gehört, sondern das sollte möglicherweise in einer sauberen Gesundheitspolitik bearbeitet werden, die wir ganz augenscheinlich nicht haben. Nie wieder erwarte ich spalterische Rhetorik. Spalterische Rhetorik ist, dass der Impfgegner ein Sozialschädling ist. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Öffentlich-rechtliche Medien und viele andere haben ganz viele Informationen unterlassen zu bringen. Ganz, ganz, ganz viele. Ich wünsche mir eine gründliche Aufarbeitung in diesem Zusammenhang. Wer 500 Millionen von Seiten der Bundesregierung nur für die Erklärung und Straßenrandwerbung gibt, das ist Straßenrandagitation, hat man das, glaube ich, in der DDR genannt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch ein anderes Wort für. Wer 500 Millionen Euro dafür ausgibt, der sollte von der Regierung zurücktreten. Entweder die Leute wissen, dass sie ein Problem haben und lassen sich impfen, oder sie wissen es nicht und dann liegt es daran, dass sie wahrscheinlich kein Problem haben. Das gehört nicht in eine demokratische Gesellschaft. Testzentren als Zukunftsmodell zu testen, ob eine Krankheit, eine Massenkrankheit existiert, gehört nicht rein. Wir wissen, wenn wir krank sind und wenn wir einen Tag vorher uns ein bisschen schlecht fühlen, dann können wir ja zu Hause bleiben, wenn irgendjemand gesagt hat, diese besondere Krankheit ist jetzt besonders gefährlich. Dass sie das am Ende gar nicht war, können wir anhand der Zahlen ja ohnehin belegen. 2G-Diskriminierung darf es niemals wieder geben. Menschen einzuteilen in unsolidarisch und solidarisch ist der größte Sabotageakt an einer demokratischen Gesellschaft und führt die größtmögliche Spaltung herbei. Ich rufe die Regierung auf, sich dazu zu äußern und genau diesen Punkt aufzuarbeiten, denn die Legitimierung meines Bäckers und meines Friseurs, mich aufzufordern, ich soll mich impfen lassen, sonst kann ich nicht wiederkommen, oder den Arzt zu bestärken, Ungeimpfte nicht mehr zu behandeln, das ist die Sabotage, die die Regierung erzeugt hat. Ich möchte nie wieder Kinder sehen, die vom Lehrerkollegium und Schulleitung wie Dreck behandelt wurden.
die, weil sie keine Maske tragen konnten, die, weil sie keine Maske tragen konnten oder wollten, an einem schweinekalten offenen Fenster sitzen mussten. Diese Dummheit darf es in Schulen nicht geben. Wir kommen wirklich zum Schluss. Anpassung der Strafgesetze nur zum Zweck der Impfdruckerzeugung. Da sind Strafgesetze angepasst worden in Bezug auf die Benutzung von Maskenattesten, in den Bezug von angeblichen Impfpässen, die früher Erinnerungsdokumente waren. Wussten Sie noch, wann, wenn Sie zum Arzt gingen und er sagt, wann hatten Sie denn Ihre letzte Tetanus? Und Sie sagen, oh, ich weiß gar nicht. Dafür ist der Impfpass gedacht gewesen. Ja, ob Sie es heute noch machen, wage ich zu bezweifeln. Corona-Strafverfahren laufen da draußen zu Tausenden. Das kriegt nur keiner mit, weil die Medien darüber nicht schreiben. Ein ganz wichtiger Punkt. Alle diese Verfahren müssen aus meiner Sicht eingestellt werden. Nie wieder möchte ich sehen, dass Impfpässe umdeklariert werden zu Ausweisdokumenten. Unsere Soldaten sollen gefälligst selber entscheiden, ob sie eine bestimmte medizinische Entscheidung dulden oder nicht dulden. Wir haben gesehen, dass Soldaten vor den Strafgerichten Freiheitsstrafen bekamen, weil sie diese Impfung nicht akzeptieren, ihr Impfbuch aber mit 30 anderen Impfungen voll war. Das waren keine Impfgegner, die wollten nur keine Experimente machen. Ich will auch nie wieder die Legitimierung von Entlassungen sehen. Leute, die im Gesundheitswesen nicht sich impfen lassen wollten und dann vor Gericht gezerrt wurden und ihren Arbeitsplatz verloren, das will ich nie wieder sehen. Das will ich nie wieder sehen. Und das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, das Verbot der letzten Umarmung. Ist eine abscheuliche Regelsetzung, die es sehr genau und gründlich aufzuklären gilt. 312.000 Menschen starben an den Tagen, wo es Lockdowns gab, in deutschen Krankenhäusern. Und es war ihnen sicherlich im Einzelfall genehmigt, aber in den allermeisten Fällen verboten, eine letzte Umarmung mit ihrem Allerliebsten zu haben. Nie wieder darf es Gesetzesverstöße durch das Paul-Ehrlich-Institut und die kassenärztlichen Vereinigungen geben. Nie wieder darf es Meldeverstöße durch die Kliniken geben. Die haben zu Hunderttausenden nicht gemeldet, ob ein Corona-Patient geimpft oder nicht geimpft war. Wie soll man das messen? Behördliches Wegsehen will ich auch nicht mehr sehen bei Impfwirksamkeit. Die haben alle weggeguckt. Ich meine, da müssen wir drüber reden. Das kann man nicht so stehen lassen. Genauso bei den Nebenwirkungen. Behördliches Wegsehen bei den Nebenwirkungen ist ein absolutes No-Go. Aber das haben wir gesehen. Frau Keller-Stanislawski hat gesagt, wir haben noch nie so viele Nebenwirkungen wegen eines Impfstoffes gehabt. Wir mussten bis zu 50 Leute aus anderen Abteilungen holen, als wenn die gar nicht vorbereitet waren. Was sind das für Profis? Und jetzt komme ich wirklich zum Abschluss. Alle ethischen Verstöße sind von der WHO wissentlich geduldet und oder gewollt. Impfskeptiker, die global größte Gesundheitsgefahr, von der WHO ausgerufen, und somit fordere ich, dass Deutschland aus der WHO austritt.
Und um es kurzfristig noch zusätzlich zu machen, das Verbot von jeglichen Vertragsschließungen mit der WHO auferlegt wird. Das ist nur der Anfang der Aufarbeitung. Es werden sicherlich noch viele Punkte dazukommen. Wenn diese Information zu unseren Regierenden kommt, dann haben Sie sicherlich erst mal 2-3 Stunden damit zu tun. Und ich denke, dass Sie mich dann sicher auch einladen werden. Vielen Dank.